Unsere Gesellschaft wird immer älter. Das spürt man auch auf dem Arbeitsmarkt. Während Unternehmen bisher am liebsten auf besonders junge, unverbrauchte Mitarbeiter gesetzt haben, müssen sie jetzt umdenken. Dabei sind doch die Qualitäten von Arbeitnehmern jenseits der 50 so offensichtlich. Erfahrung, Routine und Weitblick bringen sie mit. Das kann und muss genutzt werden. Wie? Das hat die regionale Initiative Aufwind 50 Plus in Bremerhaven erarbeitet. Auf dem Netzwerktreffen der Bremer Unternehmer, dem letzten I2B-Meetup in diesem Jahr, stellte sie sich vor. Mit 50 Jahren, da sind die meisten noch so richtig fit für den Job. Und mit jeder Menge Berufs- und Lebenserfahrung. Doch die berufliche Wirklichkeit sieht meist anders aus. Viele Ältere sind schon lange arbeitslos. Das soll nicht so bleiben, forderte Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Residenzgruppe Bremen, bei der gestrigen I2B-Veranstaltung in Bremerhaven. Es ist schwierig für diesen Personenkreis in der momentanen Situation Arbeitsplätze zu finden, Arbeitsplätze zu sichern. Und von daher ist die Aktion 50 plus, denke ich, idealst, neue Impulse, Ideen in den Markt zu bringen und die Möglichkeiten zu nutzen, die sich bieten. Möglichkeiten bieten sich reichlich. Und das ist ja das Paradoxe auf dem Arbeitsmarkt, dass in manchen Branchen händeringend Personal gesucht wird, aber gleichzeitig Ältere nicht gewollt sind. I2B, Idea to Business, das heißt auch immer, hier wird nicht nur analysiert und lamentiert, sondern es geht um positive Beispiele, wie in Bremen die Residenzgruppe, die Wohnprojekte für ältere Menschen anbietet. In unserem Unternehmen, das ist die Residenzgruppe Bremen, die es seit 21 Jahren gibt, rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Wir haben zum Beispiel in etwa ein Drittel der Arbeitnehmer, die 50 plus sind. Und wir finden es ideal, zum Beispiel einen älteren, einen jüngeren Mitarbeiter in einem Team zusammenzustellen. Beide profitieren gegenseitig voneinander zum Gewinn der Sache. Im Bundesland Bremen hat das AFZ, das Arbeitsförderungszentrum, ein eigenes Projekt, Aufwind 50 Plus, initiiert. Projektleiterin Karin Treu arbeitet daran, ältere Arbeitnehmer und Firmen gezielt zusammenzubringen. Wir betreuen hier ältere Langzeitarbeitslose, das heißt ab 50 Jahre. Und haben den Auftrag von der AG Jobcenter Bremerhaven, diese Langzeitarbeitslosen in Arbeit zu integrieren. Dazu gehört die Motivation, Stärken- und Schwächenanalyse, Kompetenzen zu ermitteln und ja, deren Kenntnisse und Fähigkeiten wieder aufzufrischen mit Qualifizierungsmaßnahmen und so weiter. Und noch ein positives Beispiel, diesmal aus Bremerhaven, die Firma Castro Seafood. Hier wird Frischfisch weiterverarbeitet. 5 Mitarbeiter, alle älter als 50 Jahre, hat Firmeninhaber Cristiano Castro kürzlich neu eingestellt. Die Kooperation kam durch Empfehlungen durch andere Fischereihafenbetriebe und speziell Frau Treu von 50 plus kam auf mich zu im Betrieb, hat mir Einzelpersonen vorgestellt und daraus ist hat sich das entwickelt. Aufwind 50 Plus, ein Zukunftsprojekt, gerade in Zeiten des demografischen Wandels.